Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Luigi's Mansion 2. Ja, yeah. Ich zeige euch hier im Git-Speicher nochmal meine Juwelensammlung, denn ich habe A5 schon durchgespielt und die letzten Juwelen bekommen. Also ihr seht, ich habe alle, aber meine Mutter wollte, dass ich sie lösche, weil wir bei Bekannten waren. So, und man bekommt immer eine Statue, wenn man alle Juwelen hat, und das ist die Statue von Villa 1. Sieht ganz cool aus, da ängstet sich Luigi und will die Geister nur aufsaugen. ...4.320 habe ich. Also Geld. So, also ich habe auf jeden Fall durchgespielt. So, ich werde euch einmal die Dings vorlesen. Pfui, Spinne, wo kommen nur all die klebrigen Netze her? Sie sind hinderlich gefährlich und zutiefst undekorativ. Ein Fall für dich, Luigi. So, und das haben wir jetzt durchgezockt, also können wir weitermachen mit dem nächsten Level. Und das heißt, oh, und da wird ein Boss vorkommen. Und das Level heißt Die Wurzel des Übels. Ein so starkes paranormales Signal ist mir noch nie untergekommen. Kolossal, brachial, doch egal. Wir müssen uns darum kümmern. Es kommt aus dem Keller. Eureka, ich hab's gefunden. Meine Extrapolation hat ergeben, dass das starke paranormale Signal aus dem Keller stammt. Ganz genau, dem Keller. Ach, du hast Angst. Na, das kann ich gut verstehen. Keller haben einen furchtbaren Ruf unter Spukfachleuten. Aber ich glaube an dich, Luigi. Oh ja. Zusammen finden wir den Urheber des ganzen Elends und legen ihm das Handwerk. Hol nochmal tief die Luft und so die Hosenträger enger, denn jetzt geht's ums Ganze. Um den Keller zu gelangen, musst du mit dem Aufzug fahren. Ganz einfach. Na, zur Sicherheit markiere ich den Keller trotzdem mal auf deiner Karte. Also U1. Bitteschön, der Schlüssel zum Aufzug. Die Anlage ist zwar seit meiner Habilitation nicht mehr geprüft worden, aber das klappt schon. Wieder das mal wegsteckt. Dann viel Glück, ich brühe mir jetzt einen Marzipan-Tee und feuere dich aus der Ferne an. Und los geht's. So, ich bin gespannt, wie der erste Boss wird. Wir werden es erfahren, weil das jetzt kommt ja das Boss-Level. So, und ich bin nochmal gespannt, wo wir jetzt gespawnt werden. Wieder ganz am Anfang oder... Okay, diesmal werden wir in der Diele gespawnt. Also direkt vor dem Aufzug. Wir hören sogar keine Musik. Das ist eher kein gemütlicher Fahrstuhl. So, der Keller macht mir keinen schönen Eindruck. Wow. Geht denn hier ab? Hier wimmelt ja auch alles voller Spinnennetze.
ist eine Truhe. Da ist Geld drin. Haut ab, ihr dummen Viecher. So, was muss man denn jetzt da hinten ran tun, oder was? What? Was ist das denn für eine Spinne? Heiliger! Luigi, lass dich mal nicht erstechen von der Spinne. Ey, ich glaube, wir müssen das so machen. Wenn die angreifen will, dann müssen wir sie blenden. Mit dem Strohblitz. Oh, Gift. Weg. Jawohl. Was ist das für ein Geist? Und er hat ein Finstermondstück drin, glaube ich. What the fuck? Was macht der denn für eine Attacke? Naja, ich hab dich. Wie bitte? Unendlich Leben? Will mir jetzt verarschen? Also das ist ja ein Geist, den man sich so nicht vorstellt. Wow. Was macht denn die Spinne jetzt? Okay. Also sie ist noch weiter hinten durchgerannt. Gucken, wie ich da jetzt durchkomme. Weil hier kommen jetzt ab und zu mal Spinnen runter. Oh nein! Oh Mann! Da kommen die rüber. Ah nein! Ihr scheiß Spinnen! Ja, die wollen sie natürlich verhindern, ne? So Leute, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Vergesst es einfach. Es war jetzt schlimm, das Wort. Nein! Gift! Lol. Hier muss man nicht mit dem Feuer agieren. Hat aber schon eine Idee. Müssen wir jetzt hier so nehmen. Der spießt es dann auf oder so. Oh, du scheiß Spinne, Mann. Das glaube ich doch jetzt gar nicht. Wir müssen es schaffen. Vor allem, dass der erste. Sag mal, Dom Tender hat nur 2 Versuche dafür gebraucht. Ich brauche hier bestimmt 10.000. Ihr Scheiße, jetzt hat sie mich so gestochen. Scheiße, ich bin gestorben. Was war das denn? Mann, Alter, ich bin nicht down. Und wenn ihr mich noch einmal attackiert, ne? Nee. Spieß es auf, Junge, spieß es auf. Mein Gott. Nein, Gift kommt. Ja, was war das denn? Willst du mich jetzt verarschen? Komm, ist doch alles. Komm, jetzt mach. Jawohl.
Ich glaube, dass wir es mit 15 Leben gar nicht hinbekommen. Ich brauche Herzen. Ja, sehr gut. Danke. Jetzt könnten wir es vielleicht hinkriegen. Oh. Ah! Lol. Kunde ist das hingeflogen. Jetzt ist der Ritterputsch. Aber irgendwie kann man den hier befreien oder so. Gibt's nicht irgendwas? Nein! Nein! Okay, aber ich habe einen Ball. Ich habe einen Ball. Und damit kann man doch bestimmt hier den. Ja. Okay, verbrennt. Verbrennt. Jetzt fällt sogar alles um. Jo, wahrscheinlich. So, der ist frei. Nein. Was mache ich denn da? Ich dumme dumm. Ich dummer Host. Ah, wow. Ich bin gerade ganz richtig weit schmeißen. Kommt das nicht weit? Es ist nicht weit. Es ist nicht weit. Jawohl, nein. Boah, ich dachte jetzt echt nicht, dass wir das noch schaffen. So, jetzt geht down. Geht down! Bäh! Wow, okay, ich muss sagen, der Boss hat mir echt gefallen. Also, wow, ganz ehrlich. Props an die Entwickler. Los, was passiert mit der Spinne? Achso, die wurde nur groß verwandelt. Die wird wieder kleiner. Ah, das war nur. Ja, dann. Was ist doch ein Part nach Vergnügen. Mir fehlen die Worte. Ein Geist, der Besitz von einem anderen Wesen ergreift. Und dazu hatte er sogar ein Finstermundstück in seinem Bauch. Ach und, alles klar, das war ja ein ganz schön spannendes Duell. Aber du und der Schreckweger, ihr habt diesen Meistergeist wirklich Manieren gelehrt. Du bist bestimmt ganz fertig. Ich hole dich schnell zurück. Luigi denkt, die ganze Arbeit ist schon getan, aber dabei ist sie noch lange nicht getan. Herzen, ach du Scheiße. Luigi, du bist ein Held. Was für ein Kampf. Du hast diesem Geist die mit Grips und Elan das Spuken ausgetrieben. Dann wollen wir mal uns diesen Meistergeist mal ansehen. Ich wollte schon sagen, Geistermeist wäre falsch. Neun Geist gefangen. Masse in Wunzen 52W. Das soll so ein
Bossgeist. Neue Mission freigespielt. Gruselwelle, Operation Gänsehaut. Mhm. Und was ist das für eine Mission? Das läuft ja wie am Schnürchen. Nun haben wir schon zwei der Finstermondstücke, fehlt nur noch der Rest. Bitte, du dachtest, wir sind fertig? Hohoho, mitnichten. Die Geister werden doch nicht alle Teile am selben Ort verstecken. Nein, nein, dafür sind sie viel zu gewieft. Die Teile sind sicher im ganzen Tal verstaucht. Doch das kann warten. Zeig mir doch mal unser neues Finstermondstück. Meine Herren, sieh dir nur all die dunkle Energie an. Aber das haben wir gleich. Aha, und da spielt sich eine neue Villa frei. Was war das? Draußen scheint etwas Kurioses vor sich zu gehen. Liebes Lotterlaken, der Nebel hat sich ein Stück weit gelichtet. Vielleicht kann mein Paraskop nun neue Finstermondstücke lokalisieren. Schnell, schauen wir auf die Karte und sehen wir mal, was der Nebel so ausgespuckt hat. Da, eine neue Villa. Fantastisch, juhu, genau dort müssen wir hin. Bitte, wir das schaffen. Bitte, wie wir das schaffen? Na, ganz einfach. Ich habe in weiser Voraussicht einige Änderungen an meinen Foxelporter vorgenommen. Jetzt sollten wir dich spielend leicht an deinen neuen Einsatzort schicken können. Sie selbst. Efeutürme. B1. B1 Klempnerwerk. Damit werden wir im nächsten Part weitermachen. Ich spiele noch eben hier Operation Gänsehaut. Alle fünf Boos werden eingeblendet. Interessant, ich empfange schwache paranormale Signale aus der ganzen Gruselvilla. Luigi, dein Einsatz ist gefragt. Ja, natürlich ist mein Einsatz gefragt, Junge. Hör mal zu, Luigi. In der Gruselvilla spukt es wieder und nicht zu knapp. Gerade empfing das Paraskop neue paranormale Signale und verhofft kommt eben oft. Ich habe keine Vorstellung, woher die Geister diesmal kommen. Eines ist sicher, Kaffeekränzchen werden sie dort keine halten. Wir sollten sie ding festmachen. Ich telefoxle dich zurück zur Gruselvilla und gebe dir dort weitere Instruktionen. Einverstanden? Spitze, dann rück deine Kappe zurecht, mein Lieber. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Lalalalala. Aber man muss sagen, der Boss hat mir echt gut gefallen. Und Meistergeister kommen jetzt immer bei den Bossen vor. Bin mal gespannt, wie der zweite Meistergeist aussieht. Scheint sehen die unterschiedlich aus. Diesmal werde ich hier gespawnt. Wieder. Na dann, Luigi, ich habe Geister geordnet. Schau auf der Karte. Garage, also direkt neben mir. Ah, noch dieser rote dicke. Heiliges Nudelholz, neue Signale, diesmal aus 2
Küche und Speisesaal. Aha. Was? Ob du hier essen wolltest oder da vorne? Ich esse da vorne. Hier kommen wir jetzt übrigens auch rein, weil wir in A5 ja. Das Dings hier die Spinnennetze alle wegmachen mussten. Mhm. Was? Okay, zumindest habe ich den Geist eingesaugt. Junge, man sieht, wie du da. Was? Ich dachte, da hängt meine fest, aber nee, das war nur der. Dings. War nur der Geist. Jetzt nach oben. Ja, hallo, lass mich damit mal fahren. Mann. Leute, hab ich schon gesehen, dass ich komme. Geht klar. Wow. Alles klar, Mann. Nein. Ja, es geht noch weiter. Ich schau auf die Karte. Okay. Garage, Garteneingang, Foyer. Okay, dann werden wir mal in den Foyer als erstes gehen. Ja. Da wimmelt es wieder von diesen respektlosen. Der respektlose Spukbruder kann eh nichts anrichten. Ja, ich komme jetzt gleich. Ja, ich komme. Oh yeah. Na. Bam 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 bam. Na. Weißt du, was geht jetzt in den Garteneingang? Junge, warum machst du denn die Düsterlampe an? Ah, sogar ein Gangstergeist. Und wir setzen einen anderen Geist. Ja, sogar zwei noch dazu. Erstmal die anderen beiden beseitigen. Was, der lebt noch? Mit einem Leben, Alter. Ja, ich komm jetzt. Ich muss noch eben ein Level. Also eine Welle. Junge, du Gangstergeist. Das hier machen wir einen Losergeist. Wasser, komm mal her. Help me. Feierabend, Luigi. Das, du warst zwar nicht der Schnellste, aber du hast alle gefangen. Sehr schön, ich hole dich zurück. Oh, yes. I did it. Rang 3. Rang 1 sogar, also 3 Sterne. 3 Sterne.
Willkommen zurück, Luigi. Die Geisterinvasion war größer, als ich angenommen habe. Kohle natürlich. Ja, du hast das Fürchen gelehrt, mein Wertester. Jetzt wissen sie Bescheid. Aber nur nicht arrogant werden. Hochmut kommt vor dem Fall, verstanden. Also, ich habe keine Ahnung, was diesen Geisterangsturm den ausgelöst haben könnte. Paranormale Phänomene entziehen sich mitunter der fachlichen Analyse, weißt du? Aber eines steht fest, auch wenn es etwas dauert, die Wissenschaft triumphiert. Ja, die Wissenschaft triumphiert. So Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Like da und schaltet wieder ein. Morgen geht's nämlich weiter mit Paper Mario Color Splash. Ciao.